Moin moin miteinander, da sind wir wieder bei Fallout 1. Ja, Fallout 1, wir haben letzte Folge gelootet, was das Zeug hält. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist und war, haben wir mitgenommen. Und es ist so viel hier, dass wir nicht alles mitnehmen können. Wir müssen uns jetzt also überlegen, was lassen wir hier, was nehmen wir mit? Ich würde sagen, diese Desert Eagles nehmen wir mit zum Verkaufen. Ich denke, wir werden sie nicht selber benutzen. Wir haben hier ein schönes Kampfgewehr. Wir werden sie auch nicht weitergeben. Wir könnten Tücher natürlich eingeben. Aber das möchte ich eigentlich nicht. Ich warte noch auf ein schönes Gewehr für Tücher. Und wir selber werden sie nicht benutzen, wie gesagt. Ian hat eine bekommen. So. Nehmen wir mal mit, was wir mitnehmen können. Was nicht mehr allzu viel ist von dem, was wir hier eingesammelt haben. So. Also. Was nehmen wir mit? Das lassen wir erstmal alles hier. Ein bisschen Munition kann man natürlich mitnehmen. So, das lassen wir, glaube ich, erst einmal alles hier. Ja, wir werden so ein paar Touren hin und zurück machen müssen, glaube ich. So sieht es aus. Die Lederrüstungen. Ich glaube, die nehmen wir mit. Können wir die mitnehmen oder nicht? Das ist die Frage. Können wir? Also tun wir es. Wie viel Platz haben wir noch? Nicht mehr viel. So, was nehmen wir denn hiervon mit? Hier nehmen wir mal eine Desert Eagle mit. Ich glaube, dann sind wir auch schon voll. Ja, wir sind fast voll. Aber mehr nehme ich jetzt nicht mit. So, kommt alle mit. So, Tandy ist auch dabei. Tandy werden wir jetzt erstmal abliefern. Und sobald wir sie abgeliefert haben... Naja, sobald wir sie abgeliefert haben, müssen wir... Was war das? Das war Junktown? Das ist das Hub. Wir müssen ins Hub. Dort kann man das gut verkaufen. Naja. Glücklicherweise haben wir unser Wasserproblem in der Vault gelöst. Wir haben also jetzt ein bisschen Zeit. Ach ne, hier. Hier ist Shady Sands. Okay. Wir haben ein bisschen Zeit jetzt und müssen nicht sofort nach den Mutanten suchen. Garten, Bahnsteig, Eingang. So, unsere Waffen legen wir weg. So, sprechen wir mal hier mit Tandys Freund oder demjenigen, der sich für Tandys Freund hält. Wir alle hier danken dir, dass du die Red Scorpions vernichtet hast. Tausend Dank. Oh, und Tandy? Über Tandy sagt er nichts mehr. Ah, okay. Hat gar nicht gemerkt, dass Tandy, die er sich so gesorgt hat, gar nicht mehr da, also an ihm direkt vorbeiging. Naja. So ist das. So, Aradesh. Du bist doch sicherlich begierig darauf zu erfahren, dass Tandy wieder da ist. I will be forever in your debt for your courage and bravery, Wanderer. Ach, immer in meiner Schuld. Naja. Okay, ich bekomme eine Belohnung. Kann ich noch was fragen? Certainly. What do you wish to know? Ja, nee, das... Danke, ich möchte nichts mehr wissen. Geld hast du auch nicht wirklich, um mir was abzukaufen. Auf Wiedersehen. Until we meet again, my friend. Ja, until we meet again. Genau. So, was habe ich bekommen?
Ach so, 400 Erfahrungspunkte. Naja, okay. Inventarmäßig habe ich, glaube ich, nichts bekommen. Sieht nicht so aus. Nö. So. Läuft Tandy hier noch irgendwo rum? Kann man sie vielleicht noch ansprechen? Da ist sie. Na, Tandy, sag mal was. Hey, ich wollte mit dir reden. Hi! I was afraid that you were gone and I wasn't gonna get a chance to thank you for rescuing me. Oh, that was great! Action, adventure! Anyway, if there's anything that I can do for you, you just ask. Okay, also sie ist ja so dankbar und wenn sie irgendwas für mich tun kann, dann soll ich nur fragen. Ja, ich könnte sie fragen, ob sie, naja, und so weiter für mich tun kann. Ja, dieses unmoralische Abenteuer werde ich ihr jetzt nicht anbieten. Noch ein paar Fragen beantworten, danke, das war's. Handelst du? Sie handelt, aber sie hat nicht viel zum Handeln. Nichts, was mich jetzt interessieren würde. Okay, vielleicht noch ein paar Fragen. I've never been out of here, so I don't know what help I can be. Na gut, okay. Well, nichts Neues. Okay, bis dann, Tandy. Vielleicht sagst du mir noch ein bisschen was. Ich zweifle zwar ein wenig daran, aber... Okay. So, das war's. Tandy ist wieder sicher in ihrer kleinen Stadt und ganz froh, dass sie dieses tolle Abenteuer erlebt hat. Ja. Auf zum Hub. Mal gucken, was wir unterwegs so treffen. Aber eine ruhige Reise. Da, kurz davor. Bestimmt nur eine Polizeiwache. Ja, dachte ich mir schon. Genau, Polizisten vom Hub. Okay. So, wir haben... 8 Uhr, Nasen leben auf oder nicht? Ich weiß es nicht. Wir müssen... Ja, wo müssen wir denn hin? Old Town waren ein paar Händler. Downtown waren auch ein paar Händler. Downtown? Nein, Downtown war... Doch, ich glaube Downtown. Ah, ist doch schon dunkel. Das ist blöd. Na, mal gucken, ob sie noch auf hat. Ich glaube eher nicht. So, das war Beth? Ja, Beth. Hallo, Beth. Allerdings nur während der Geschäftszeit. Na toll. Ja, das haben wir fast gedacht. Okay. Also während der Geschäftszeiten, das bedeutet, wir schlafen bis zum Morgen. So. Und am besten nochmal 2 Stunden mehr. Und fertig. So, Beth, jetzt aber. Ich möchte etwas kaufen. Wieso ist das blau? Das bedeutet blau. Ist blau gut? Ist blau neutral? Ich weiß das jetzt gerade nicht. So. Na gut, ich möchte was kaufen. Ja, das stimmt. Du arbeitest für Butch. Du bekommst also 15% Rabatt. Aha, ich habe einen Rabatt ausgehandelt. Das ist ja schön.
weil ich für Batsch arbeite. Okay, ich habe schon mal irgendeine Quest angenommen. Hm. Gut, aber eigentlich wollte ich nicht kaufen. Nein, nein, nein. Ich wollte ja verkaufen, wie ein Irrer. Hier. Alle. Ja. Let's talk business, sage ich dazu. Wie viel hast du übrigens? Nein. Wie sollen wir da Business machen, hallo? Hast du irgendwas, was ich gebrauchen könnte? Nicht wirklich. Ah, toll. So. Was geben wir denn noch? Was kosten so eine? Auch schon zu viel. Das hier? Ja, das geht. Okay. So, was verkaufen wir noch? Vielleicht hier? Das da? Ja, bringt nicht viel. Egal. So. Gib mir all dein Geld. So, passt das? Vielleicht Munition. Hast du eine Munition, die ich vielleicht... Munition ist ja... Naja. So, erstmal das. Zack. Ich glaube, der andere Laden hatte mehr Geld. Bücher könnte ich mir auch kaufen. Oh ja. Mal gucken, ob ich Rüstungen für Bücher kaufen kann. Im General Store. Hier waren die ja doch, glaube ich, etwas teuer, aber hier. Aber im General Store waren die, glaube ich, ganz günstig. So. Hier. Ich möchte handeln. Okay, nimmst du Lederrüstungen? Du bist ja ein Laden, der alles verkauft, also müsstest du auch die nehmen. Nimmst du? Ja. Okay, ein Geigerzähler. Ah, teuer? Brauche ich den wirklich? Erstmal nicht. So, was brauchen wir auf jeden Fall? Die Bücher möchte ich haben. Die Bücher möchte ich auf jeden Fall haben. Ich möchte dein gesamtes Geld haben. Den Rest hole ich mir gleich. Das... will ich eigentlich auch ganz gerne haben. Hm. Ja, vielleicht einen zumindest, ne? Ja. Okay. Eine Rüstung nehmen wir weg. Nehmen wir 3200. Okay. Jetzt müssen wir hier natürlich ein bisschen abziehen. Und noch ein bisschen abziehen. Na nun. Ah, was habe ich jetzt weggelegt? Ich habe zu viel weggelegt. Das Verhandeln wird noch ein bisschen dauern. Ich mache hier gleich einen kleinen Cut und gleich geht's weiter mit dem Verhandeln.